FIFA 15 steht wieder an und es ist die Copa America, der erste Spieltag. Chile gegen Ecuador mit an der Gitarre und an der Stimme für euch, die Vocals der Chris Bro. Und der Koidi spielt Ecuador. Moin. Und, da ist er ja. Genau. Irgendwo da hinten ist er, irgendwo da. In und ich bin der Blaue, ich bin der Bob. Du bist der Blaue, ja. Aber die Blauen bin ich. Ja, aber so. Ich bin der Blaue. Du bist der Blaue. Solange du nicht ganz blau bist. Nein, aber er startet nicht, der Chris Bro. Oh. Oh, doch! Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Oh, was war dadurch das jetzt Ecuador im Aufbauspiel. Ja, die Copa America beginnt am 12. Juni. Das müsste wahrscheinlich abseits sein. Was? Oder? Ist das jetzt? Oh, sie haben sich schon gefreut. Was ein schönes Tor. Aber dritte Minute, 30 Sekunden. So hätte es natürlich gut und gerne losgehen können, aber wir sehen, ja doch, der Linienrichter hat in dieser Situation tatsächlich recht. Und ja, klar regte sich da auf. Er hat es natürlich anders gesehen, aber... War das jetzt eigentlich Rodriguez James oder wer war das? Vargas. Vargas, okay. James Rodriguez spielt doch ganz woanders, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, Kolumbien stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Kolumbien. Ja, eben. Aber hätte auch genauso gut bei Chile spielen können. So weit sind wir noch nicht. Und jetzt ist Valencia mal durch und der geht steil und was sage ich immer, Koldi, wenn wir zusammen spielen, wenn du sowas bringst? Hebertastenverbot. Ja, gut. Der hat natürlich aufgepasst, der Torwart von Barcelona, der ja jetzt zuletzt im Champions-League-Finale nicht gespielt hat. Da hat ja gespielt Ter Stegen, der Deutsche, aber Brava da jetzt ja auch trotzdem Champions-League-Sieger, ne? So wie Großkreuz halt auch Weltmeister ist. Ja. Wie so manche Weltmeister geworden sind, obwohl sie nicht gespielt haben. Ja, ist eigentlich ganz Chili-Billy. Ich wollte sagen, was Besseres kann man auch gar nicht haben. Nicht ja, spielen, bisher, aber Weltmeister sein. Aber Ecuador steht hinten ganz gut drin. Bis zur 16. Kante funktioniert das gut. Und dann siehst du es jetzt auch gerade in der Wiederholung ganz gut. Da stehen einfach vier Ecuadorianer nebeneinander und verhindern Schlimmeres. Auf der anderen Seite, ich komme auch vorne nicht groß zu Potte, ne? Richtig, das ist natürlich ein Für und Wider. Das war wohl wieder abseits. Das war wieder abseits? Bisher funktioniert die Kette ganz gut. Arturo Vidal, gestern, zuletzt auch im Einsatz gesehen, im Champions-League-Finale. Ja. Er hat aufpassen müssen. Das sah schon so aus, als würde er in der ersten Halbzeit vom Platz gehen. Ich habe auch ehrlich gesagt fast damit gerechnet, er würde vom Platz gehen. Ist er dann aber gar nicht. Ist halt ein guter Defensivmann, ne? Manchmal defensiv. Oh, steil, aber wieder nicht ganz mit gerechnet. Dadurch wieder der Ecuadorianer in Ballbesitz gekommen. Vidal vertändelt den Ball aber. Oh. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es ist noch nicht ausreichend. So, jetzt Casares auf Valencia und der ist schnell. Ab geht die wilde Fahrt. Oh, diesmal schießt er den Torwart an, aber Nachschuss! Da wirft sich ein Chilene rein. Glück gehabt. Ja, war nicht sauber genug. Gut. Munterer Beginn, jetzt aber Vargas. Nein. Ja, Chile im Mittelfeld, das überbrücken sie echt schnell. Aber offensiv. Offensiv ist da... Ist da noch nicht so viel los. Ja, das heißt noch nicht jetzt so vielleicht los. Mal eine schöne Kombination. Nee, der sollte eigentlich ganz woanders hin. Macht ja nichts, denken die sich. Vidal im Ballbesitz. Probieren wir es halt nochmal. Wen sieht er, ist die Frage. Er wird erstmal weggeschubst. Das gibt aber keinen Freistoß. Finde ich gut, dass die Auslegungssache hier nicht so ganz kleinlich ist. Dadurch haben wir natürlich ein schnelleres Spiel. Den kriegt der Torwart nicht. Macht aber nichts. Er hat eher Abstoß. Kriegt eh keiner. Von daher... Wobei... Ja, stimmt. Er hat Abstoß. Stimmt. Logisch. Ja. Hier nochmal der Weitschuss. Der ging allerdings... ist doch Ecke. Oh, ist Ecke. Habe ich nicht gesehen. Schon wieder liegt ein zweiter Ball. Das irritiert mich langsam. Tja, demnächst sollten sie die Bälle vielleicht von da ausschlagen. Es ist so wie bei Wikingerschacht. Du darfst da näher ran. Ja, genau. Los, komm, gib Gas. Weil ein richtig geiles Spiel, was man immer mal spielen kann. Erinnert ja auch ein bisschen an Flunky Ball, ne? Hat ja auch ein bisschen was von Flunky Ball, so, ja. Die Frage ist, was war zuerst da? Der Flunky Ball oder das Wikingerschach, ne? Da verschätzt sich der Torwart. Muss aber nicht eingreifen. Ja, der kommt nicht ran. Ach, so ein bitterer Moment. Aber jetzt könnte es auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen. Die Chilenen haben sich das sicherlich ein bisschen anders vorgestellt hier. Oh, da, aber gut, wieder im Ballbesitz gekommen. Die Chilenen ja mit Sicherheit auch Favorit in dem Fall. Ja, auch laut FIFA-Stern leichter Favorit. Aber ich muss sagen, also Casares und Valencia, die machen hier ganz gut Dampf. Boah. Aber schaffen es noch nicht, das
die Pille im Tor unterzubringen. Jetzt mal ein langer Ball auf die Außen, schön gesehen. Oh, das ist jetzt. Oh. Ja. Oh. Gut. Jetzt wird es eher das Spiel, was wir nicht so sehen wollten. Ja. Schnelles Hin und Her im Mittelfeld. Jetzt aber wieder die Chance. Kriegt den Ball reingeflankt. Tick zu lang, aber das ist niemand. Oh. Ich dachte eigentlich, die Flanke kommt zum anderen. Dachtest du wahrscheinlich auch, aber. Ja, war nur auch. Nur vorher hätte es fast gemacht. Ja, leider. Schnell ist er ja. Wieder dran vorbei. Oh Mann, ey. Wie war das mit vorne? Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Ja, musst du aufpassen, Keuli. Das kann ganz schnell mal passieren. Aber momentan fehlen den Chilenen die Ideen. Und sie rennen sich da auch ein ums andere Mal fest. Wieder Valencia. Der Typ macht mir langsam echt ein bisschen Angst. Ich muss zugeben, es ist echt schon bisher. Das Spiel der Ecuadorianer. Auch wenn aber es fehlen so die feinen Nuancen, würde man sagen, ne? Ja, klar, es ist noch nicht so die. Aber Chile verliert einfach nur den Ball. Du. Oh, was war das denn? Der sollte doch einfach nur direkt an den Äquatorianer gehen. Okay. Boah, aber so ein Pass ist auch schwer zu spielen. Ja, das kann ich bestätigen. Der Pass ist manchmal echt schwer. Wie war das? Was hat Uwe Seeler jetzt mal gesagt? Und da ist das Ding drin! Wenn du sie vorne nicht machst, dann musst du aufpassen, dass es nicht nach hinten losgeht. Und die Copa America? Alexis Sanchez eröffnet sie. Da tanzen sie, die wilden. Oh Mann. Gangnam Style, ja. Und weißt du, was das war? War das ein Chip oder war das ein. War ein Chip. Und ich muss sagen, das war ja auch eigentlich erst so die zweite Torschance für Chile. Das ist natürlich bitter jetzt. Ja. Die Frage ist, ist das jetzt ein Moraldämpfer für Ecuador oder sagen die sich jetzt erst recht? Wahrscheinlich sagen die jetzt erst recht. Es ist auch ein bisschen selbstgefällig, wie er da tanzt, muss ich sagen. Ja, vielleicht provoziert er sie damit auch. Auf jeden Fall lässt er sich auch noch ausgiebig feiern. Ich glaube, er will das mit in die Pause retten, aber gut, 6 Minuten rumtanzen ist halt nicht, ne? Ja, stimmt. Zeitspiel, ne? Wobei Zeitspiel in der 39. Minute, das wäre auch schon sehr grenzwertig. Ja, das wäre echt grenzwertig. Oh. Jetzt nochmal aufpassen. Noboa spielt den Ball schön raus auf Ibarra. Ibarra ist verdammt schnell. Da komme ich kaum hin. Da kommt die Flanke in die Mitte. Aber diesmal steht da sogar mal jemand, der diesen Ball abfangen kann. Und der schnelle Konter. Jetzt geht's hin und her. Oh, da hat er sich vertrickst. Da hat er sich vertrickst. Und jetzt schon wieder der Konter. Oh, aber da war keiner mehr in dem Moment. Nee, da wurde aufgeräumt, sozusagen kontaminiert. Okay, warte, jetzt. Kontaminiert. Oh! Mutiger Pasta. Oh, mutige Grätsche. Aber alles ohne Folgen bisher. Ich glaube, noch keine gelbe Karte im Spiel. Und da wäre sie fast gewesen, die gelbe. Es wird langsam kribbelig hier. Das schnelles Spiel. Stadion kocht förmlich. Apropos, wo ist eigentlich die Copa America? Ist die in Chile? In Chile, glaube ich. Im Stadio de Chile. Stadio de Chile, okay. Ja, irgendwie heißt das noch ein bisschen anders, ne? Crispo würde ich gleich aufklären, der hat ja immer die Daten für sowas. Ah, okay, alles klar. Aber kein Stadion hat er mehr als 40.000 Plätze, das kann ich dir schon mal sagen. 48.000, werde ich gerade schon wieder verbessert, siehst du. Aber da wird gleich auch jemand auf dem genauesten Stand halten. Ich übergebe feierlich an Crispo. Ja, moin, Cordy. Moin Chris Bro, willkommen zurück. Gib uns eine kurze Analyse zu den Stadien in Südamerika. Ja, also wir haben uns das ein bisschen angeguckt und ja, die haben alle kein Dach. Ja, das ist die Hauptsache. Ganz groß sind die natürlich nicht. Chile ist ja aber auch nicht das riesige Land. Durchaus richtig. Auf der anderen Seite 48.000, okay, ne? Kann man machen. Also ich meine, viel größer ist die Arena in Hamburg auch nicht. Ich wollte gerade sagen, also so viel größer ist es dann auch nicht, ne? Aber das ist da dann doch auch schon das größte Stadion. Naja, aber die Chilenen hier, bei der eigenen Copa, wollen sie natürlich was reißen, führen hier 1-0 im Eröffnungsspiel. Und werden jetzt, glaube ich, auch nicht weiter wechseln.
Oh doch, das werden sie wohl machen. Aber Ecuador, muss ich sagen, hat mich in der ersten Halbzeit eigentlich mehr überzeugt. Ja, wobei, wie gesagt, im Endeffekt wurde aus dem, was sie gemacht haben, nicht genug gemacht, sagen wir es mal so. Das ist richtig. Das hast du gut analysiert. Gut analysiert, ne? Die Chancen waren da, aber der, ja. Ja. Die Das Fleisch Effizienz war schwach fehlte. und so, ne? Oh, Ja, genau. Delgado kommt da bei den Chilenen. Der sollte einem ja auch ein Begriff sein. Wo spielt der momentan, wenn man was doof fragen Ich darf? weiß es auch gar nicht mehr. Irgendwo in Italien. Ich habe den leider auch aus den Augen verloren. Aber der Name sagt einem ja noch was. Auch da muss ich jetzt ausnahmsweise mal Lila passen. versucht sich hier durchzutricksen. Schafft das auch. Oh, aber dann kriegt er die Flanke nicht mehr ganz so hin. Rutscht da weg. Oh. Chile jetzt hier ganz, ganz mit großem Fußball. Fangen Sie Ja, da an. schafft es da doch, sich durchzutricksen nach vorne. Und kommt zum Schuss und macht Was? 2 zu 0. Das 2 zu 0. Ei. Jetzt wird es aber Hernandez, langsam un. Pinilla tanzt da wieder. Wird wieder ein paar Minuten von der Uhr. Es ist auch wieder ein Joker-Tor. Chile macht das 2 zu 0. Ja, haben hier gut angefangen in der zweiten Halbzeit. Haben da wohl nochmal ordentlich Dampf bekommen in der Kabine. Haben wohl und gesagt bekommen, schlagen das das war eigentlich nur Glück eiskalt zu. hier. So eiskalt, wie man in Chile eben zuschlagen kann. Ich Ja. möchte da gerade nicht unbedingt sein. Bestimmt relativ warm. Es kommt, glaube ich, darauf an, wo du bist. Ja, klar. In den Anden wird es natürlich etwas kühler sein. Ja, Patagonien wird wahrscheinlich auch nicht so die Richtung sein, wo man jetzt die ganz heißen Temperaturen erwarten könnte. Boah. Stehen defensiv jetzt aber auch besser. Ja, passen da besser auf. Vidal jetzt auf dem Weg nach vorne. Was? Kriegt den Ball sogar. Oh. Aber der Heber war ganz weit vorbei. Was hat denn der Torwart da gemacht? Ja, auf einmal hielt er an. Ja, Ja. Pablo Hernandez. Ein Schuss, ein Tor. Hat er gut gemacht. Ein Ja, du Schuss, ein winkest Tor. da am Tor ohne Chance. Ja, von Ecuador muss jetzt mal wieder was kommen. Ja, von Ecuador muss überhaupt erstmal wieder die Abwehrreihe hier knacken können. Ja, Ja, das das hat er ihn Einzige, was sie. weggeschubst. Ich glaube, das gibt jetzt erstmal Freistoß für die Ich muss Chilenen. sagen, das Einzige, was es Pinilla gab. holt sich da den Ball schon, muss den dann aber doch noch abgeben. Diaz, An oh. Diaz, ist das der Diaz? Ja, es ist der Diaz. Na, wird der Diaz dann auch ein so schönes Tor hinzaubern? Nein. Versucht's flach. Da kommt der Ball doch noch rauf. Ah, Dominguez. Moment, Dominguez sagte mir auch was. Da klingelt was. War das nicht auch einer der Torhüter, die besonders gut waren in der WM? Dominguez sagt mir jetzt gerade nichts, aber mag sein. Auf jeden Fall hat Bravo da ganz gut aufgespielt. Ich meine, deswegen ist er ja auch dann zu Barca gekommen. Ja, das war der Mexikaner, ne? Nee, Bravo? der spielt bei uns bei Chile. Ach so, weil dann war das vielleicht. Nee, wer war denn das? Ah, ich glaube, der Mexikaner war Ochoa, oder? Ich weiß das nicht. Aber ich weiß, dass, glaube ich, der Mexikaner war, der so grandios gehalten hat. Das stimmt, der hat auch echt gehalten. Der, glaube ich, eine ganze Mannschaft da. Ich weiß gar nicht, gegen wen es denn war. War es Brasilien oder Argentinien? Der zumindest sich da so fast zur Legende gemacht hat mit seinem einen Spiel. Wo er alleine. Das stimmt auf jeden Fall. Der hat sie da auf jeden Fall ordentlich drin gehalten. Oh, Ibarra. Passt den zu Delgado. War wohl nicht so ganz gewollt. Delgado versucht, den da vorne in die Mitte reinzuspielen, aber Ecuador passt jetzt doch wieder ein bisschen mehr auf. Casares in der ersten Halbzeit hat er ordentlich gewirbelt, ist jetzt wieder nach vorne unterwegs. Schafft sich das auch da durchzusetzen. Bis an die Grundlinie, schafft auch die Flanke. Da kommt sie an den Ball und. Und dann war dann doch der beste Torwart da. Meiner hätte ihn nicht gehalten. Ja, Bravo sagt sich Bravo, den habe ich. Bravo, bravo. Bravo Traube ist ein Spiel. Kennst du das noch, Cordi? Nein, kenne ich nicht, aber das macht Bravo nichts. Traube, du kennst nicht Bravo Traube? Nein, ich kenne nicht Bravo Traube, aber das macht nichts. Das ist ein super Spiel. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bravo Traube kennt. Ich hatte das Spiel leider nie. Ich wollte das immer haben. Ich glaube, im Kindergarten hatte ich das. Ach so, ist das mit dem Manschen von Trauben oder so? Ja, genau. Mit der Knete. Mit Knettrauben. Oh, was? Warum? Wie? Kommt da Wie? frei vorm Tor zum Schuss, aber Oh. ballert die Tochter neben. Valencia, spielt ja eigentlich Oh. noch bei Menu? Ich habe bei der Premier League gerade keine Ahnung, gebe ich zu. Du Okay. müsstest das wissen als unser Premier League Champion. Ja, ich glaube, der.
der ist noch da, ja. Und wenn es nur geraten ist. Aber eine starke Ja, auf jeden Fall hat er länger bei Menu gespielt. Wir vertrauen da einfach mal und sonst wird uns unsere Community aufklären. Ja, mit Sicherheit. Davon gehe ich ganz schwer aus. Oh, oh, komm, los, gib endlich den Ball her. Mann. Wir müssen da jetzt vielleicht so einen kleinen Aufruf mal an unsere FIFA World Community machen. FIFA World geht ja jetzt leider bald nicht mehr weiter. Vielleicht schaffen wir es ja, die rüberzuziehen auf FIFA 15. Oh, oh. Bald 16. Ja, bald 16. Mann, hier. Der Schniller geht auf die Außen zu Hernandez wieder. Mir steht zwar nur Er ist heiß auf ein zweites Tor. Aber es ist noch nicht vorbei. Oh, das war gereimt. Und was gereimt ist, ist immer gut. Naja, nicht immer, aber... Hernandez! Oh! Nein, oh! Lass den Ball abtropfen! Was ist denn los? Kopf Ball! Und oh. Den hat er. Dominguez hat den Ball. Dramatik im Strafraum. Ja, aber ich würde sagen, die Zeit tickt ja auch für Ecuador runter. Chile macht das hier ganz gut. Spielen offensiven Fußball, der ja zumindest teilweise relativ schön anzuschauen ist. Vidal. Oh, abgefälscht. Oh. Ich glaube, das gibt einen Eckball. Ja, könnte sein. Ayovi. Ayovi. Ayuli, ist lecker. Ja. Ayovi vielleicht auch. Abal. Könnte man sogar, der hat den ja eigentlich fast mit der Hand genommen. Das ja, wird klar. Handspiel. Heutzutage gerne mal geguckt, ob da vielleicht doch Handspiel oder nicht war. Und natürlich Handbewegung. Kann man ein Lied davon singen. Oh. Und oh. Da schaffen sie doch noch das 3-0. Oh. Ganz ruhig wird das hier, ganz oh. gut. Aber ich weiß gar nicht, warum er die Pose jetzt gemacht hat. Sie spielen ja in Chile. So viele Ecuador-Fans. Naja, so weit weg ist das da auch alles nicht. Ja gut, Chile ist von Ecuador schon eine Weile. Ja, ein bisschen ist das schon noch. Ne? Ich meine... Warte, du hast doch damals, wer warst du noch bei unserem Peru. Superprojekt? Peru. Ja. Warst Peru, genau. Ich war Peru, ja. Also eigentlich solltest du dich da doch bestens auskennen. Du hast da doch ganz Südamerika eingenommen. Ich bin gerade im Überlegen, wo ist Ecuador? Aber das ist, glaube ich, doch ist eine Weile weg. Also Chile ist ja noch südlich von Peru. Also die müssten mindestens mal noch durch Peru durch. Ja, Peru aber ist damals trotzdem, durch ganz Südamerika marschiert. Also ich bin durch ganz Südamerika marschiert, ja. Ui! Oh, aber das sieht nochmal aus der Distanz. Aber das sieht schon fast ein bisschen nach Verzweiflung aus. Ja, ich dachte mir, jetzt bist du mal frei, ne? Und schießt dann einfach mal. Und probierst es einfach. Nicht, dass ich da daran wirklich geglaubt hätte. Das müsste abseits gewesen sein. Jo, das war's auch. Schade. Ja, ja, ja. Dabei stand er in dem Moment so schön. Ja, da war der Pass viel zu spät. Das der hätte früher richtig. Kommen müssen, dann wäre das auch gut gelaufen. Aber so, leider nicht. Ich glaube, das wird Ecuador hier auch nicht mehr machen können. Oh, wenn überhaupt gelingt ihnen hier noch ein Anschlusstreffer. Sein, der Ehrentreffer wäre schon schön, aber selbst der wird, glaube ich, aber noch... Aber für die erste Halbzeit hätten sie ihn verdient. Ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit hat dann noch Chile überzeugt. Da passen jetzt nochmal gut auf. Ja, komm hier. Aber Chile halt auch. Ich wollte sagen, Chile defensiv deutlich stärker in der zweiten. Oh, Valencia setzt sich gut durch, aber... kommt da nicht mehr. Was war da denn los? Wollte ihn nochmal abluchsen. Oh. Also was wollen wir, das sieht man eigentlich eher von Vidal. Der legt hier auf Sanchez, aber Sanchez ist auch schon relativ fertig. Wird hier nochmal gelegt. Wird nicht geahndet vom Schiedsrichter. Oh. Upsa. Bisher jetzt... Jetzt kommt hier... Oh. Jetzt läuft hier nicht mehr so wirklich viel zusammen. Leute, 5 Minuten, sagt der Schiedsrichter, gibt da noch drauf. Ich glaube, der möchte den Ecuadorianern doch noch die Möglichkeit geben, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Ich glaube nicht mehr. Die. Aber jetzt sagt er, nee, komm, das wird hier alles nichts. Pfeift er ab. 13-0 geht das Eröffnungsspiel der Copa America 2015 aus für Chile. Durchaus auch ein mögliches Ergebnis. So unwahrscheinlich ist es jetzt nicht. Och, ich glaube, das wird schon doch noch ein bisschen knapper ausgehen. Ja gut, aber zumindest das Chile gewinnt, meine ich. Das ist möglich, ja. Also da wird ja vor allem auch der Schub von den eigenen Fans da sein. Eben. Deutschland kennt das. Damals gegen Costa Rica. Damals
Vielleicht geht es ja auch 4-2 aus. Genau, vielleicht, wer weiß. Im Endeffekt, wir wissen es nicht. Schauen wir doch mal kurz. Was sagt so die Endstatistik? Oh ja, die sagt... Wird so in Ordnung gehen, ja. Ist so in Ordnung. 3 Tore wieder, so ne? Jedes vierte Tor ein Tor bei euch. Bei mir jedes vierte Tor ein Tor, genau. Ja, jedes vierte Tor ein Tor, ja. Ja, okay. Belassen der Rest dabei. Wird vom Start einbehalten in Chile. Genau, der Rest wird vom Start einfach einbehalten und einkassiert, ja. Für jedes Tor gibt es 1 Million mehr. Aber, wie gesagt, so weit, so gut. Ich sag danke fürs Zuschauen. Jo, auch von mir, vielen Dank. Und wir werden sehen, wie die Copa America weitergeht. Bis dann. Genau, wir halten euch auf den Laufenden. Ciao. Ciao.